Als sich Nicolas Bourbaki in den 1950ern bei der American Mathematical Society bewarb, war er einer der einflussreichsten Mathematiker seiner Zeit. Er hatte Artikel in internationalen Fachjournalen veröffentlicht und seine Lehrbücher waren Pflichtlektüre. Dennoch wurde sein Antrag abgelehnt aus einem einfachen Grund. Nicolas Bourbaki existierte nicht. Zwei Jahrzehnte zuvor steckte die Mathematik in der Krise. Viele etablierte Mathematiker hatten im Ersten Weltkrieg ihr Leben verloren und das Fachgebiet war zerrüttet. Die verschiedenen Zweige nutzten unterschiedliche Methoden, um ihre Ziele zu verfolgen. Das Fehlen einer einheitlichen Mathematiksprache erschwerte es, Arbeiten zu teilen oder zu ergänzen. 1934 waren ein paar französische Mathematiker extrem davon genervt. Sie fanden ihr Lehrbuch für Infinitesimalrechnung an der École Normale Supérieure so uneinheitlich, dass sie beschlossen, ein besseres zu schreiben. Die kleine Gruppe nahm bald neue Mitglieder auf und mit dem Projekt wuchs auch ihr Ehrgeiz. Das Ergebnis waren die Éléments de Mathématique, eine Abhandlung, die einen kohärenten logischen Rahmen zur Vereinheitlichung aller Mathematikzweige schaffen sollte. Der Text begann mit einer Reihe einfacher Axiome, Gesetze und Annahmen, auf die dessen Argumentation aufbaute. Daraus leiteten die Autoren immer komplexere Theoreme ab, in Einklang mit Arbeiten aus dem gesamten Fachgebiet. Aber um eine gemeinsame Basis zu finden, mussten einheitliche Regeln aufgestellt werden, die für eine Vielzahl von Problemen anwendbar sind. Dazu gaben sie einigen der wichtigsten mathematischen Objekte neue, eindeutige Definitionen, einschließlich der Funktionen. Man kann sich Funktionen als Maschinen vorstellen, die Eingaben verarbeiten und etwas ausgeben. Betrachtet man Funktionen jedoch als Brücken zwischen zwei Gruppen, lassen sich Aussagen über die logischen Beziehungen zwischen diesen machen. Nehmen wir zum Beispiel eine Gruppe Zahlen und eine aus Buchstaben. Nun könnten wir eine Funktion definieren, bei der jede numerische Eingabe zur Ausgabe desselben Buchstabens führt, aber das wäre keine besonders interessante Beziehung. Alternativ ließe sich auch eine Funktion formulieren, bei der jede Zahleneingabe einem anderen Buchstaben entspricht. Bei dieser zweiten Funktion wird eine logische Beziehung hergestellt, bei der die Veränderung der Eingabe eine entsprechende Auswirkung auf die Ausgabe hat. Die Gruppe begann damit, Funktionen zu definieren, indem sie Elemente in verschiedenen Bereichen einander zuordnete. Gibt es für jede Eingabe nur eine Ausgabe, definieren sie die Funktion als injektiv. Wenn sich jeder Ausgabe mindestens eine Eingabe zuordnen ließ, war die Funktion surjektiv. Und bei bijektiven Funktionen hatte jedes Element eine perfekte 1:1 Entsprechung. Dies ermöglichte es Mathematikern, eine Logik zu entwickeln, die sich in beide Richtungen über die Funktionsbereiche hinweg übersetzen ließ. Diese systematische Behandlung abstrakter Prinzipien widersprach der populären Annahme, Mathematik sei eine intuitive Wissenschaft und eine zu starke Abhängigkeit von der Logik schränke die Kreativität ein. Diese gängige Meinung wurde von der Rebellengruppe jedoch genüsslich ignoriert. Sie waren dabei, das Feld aufzumischen, und sie wollten das mit ihrer bisher spektakulärsten Aktion feiern. Sie beschlossen, Éléments de Mathématique und alle nachfolgenden Arbeiten unter dem kollektiven Pseudonym Nicolas Bourbaki zu veröffentlichen. Über die nächsten zwei Jahrzehnte wurden Bourbakis Veröffentlichungen zu Standardwerken. Und die Mitglieder der Gruppe nahmen ihre Charade genauso ernst wie ihre Arbeit. Ihr erdachter Mathematiker behauptete, ein scheues russisches Genie zu sein, das sich nur mit ausgewählten Kollaborateuren trifft. Sie schickten Telegramme in Bourbakis Namen, kündigten die Hochzeit von dessen Tochter an und beschimpften öffentlich jeden, der seine Existenz anzweifelte. Als sich das 1968 nicht mehr aufrechterhalten ließ, beendete die Gruppe ihren Scherz auf die ihnen einzig mögliche Weise. Sie druckten Bourbakis Nachruf inklusive mathematischer Anspielungen. Trotz Bourbakis angeblichen Todes lebt die Gruppe, die seinen Namen trägt, bis heute weiter. Auch wenn er nie eine große Entdeckung gemacht hat, prägt Bourbakis Einfluss einen Großteil der aktuellen Forschung. Und die heutige Gewichtung formaler Beweise ist vor allem seinen rigorosen Methoden zu verdanken. Nicolas Bourbaki mag vielleicht erdacht gewesen sein, aber sein Vermächtnis ist äußerst real. Bereit, noch mehr zu lernen? Sieh dir diese Videos an, um entweder zu hinterfragen, was du zu wissen glaubst, oder mehr darüber zu erfahren, was du noch nicht weißt. Abonniere unseren Kanal und bleib neugierig!